Ihr wollt eine Flüsterparty machen hier? Ja, das letzte Mal war doch ein Bombenerfolg. Denk mal an den Zulauf, den du dadurch bekommst. Ja, ich denk an nichts anderes. Also, ich habe mich lange nicht so gut amüsiert wie damals. Was für ein Abend. Nur schade, dass ich weg musste, bevor es losging. Das Highlight hätte ich echt gerne mitbekommen. Sagen Sie mal, wird hier um Geld gespielt? Gibt's eigentlich eine Ausbildung, um Polizist zu werden, oder haben Sie Ihren Job herubbellos gewonnen? Was für ein Spaß. Ansichtssache. Ist ja schön, dass ihr in euren Erinnerungen schwelgt, aber ich hätte damals fast meine Konzession verloren. Das ist alles ein bisschen blöd gelaufen, Olli, aber ich habe dein Bußgeld bezahlt und du hast den Laden noch. Und diesmal spielen wir nicht um Geld, versprochen. Genau, weil es gar kein Diesmal geben wird, zumindest nicht mehr hier. Wir verstehen ja, dass du sauer bist. Ja, dann hast du ja auch mein Nein verstanden. Olli. Nein. Marlene. Jetzt, was soll das denn? Ich habe noch nicht mal versucht, ihn zu überleben. Marlene, ich habe eine viel bessere Idee. Wir suchen uns eine neue Location und ein neues Motto. Größer, mondäner, mysteriöser. Und mega. Wie Mega-Event des Jahres. Cola? Wohin damit? Fehlbestellung. Jetzt nicht mehr. Wenn meine Verlobte mit mir anstoßen will? Ja, klar. Auf unsere Hochzeit. Das ist mein Karton und den Schlafbereich. Wird gemacht, Chef. Und bitte nicht aufs Bett, sondern daneben. Am besten links. Wird gemacht, Chefin. Du hast den Karton mit... Ziegelstein. Nein. Ah, Modezeitschriften. Oh. Am besten vorne rechts hinter der Tür, ja? Ja. Und so, dass man noch durchkommt. Ja, klar. Die war in ihrem früheren Leben bestimmt eine Sklaventreiberin. Der Bau der Pyramiden oder so. Rebecca, gut, dass ich da bin. Das war der letzte. Ja! Rebecca, alles klar? Was? Ich habe nur Kopfschmerzen. Nimm eine Tablette. Habe ich schon. Ach, es muss gleich wirken. So, ihr habt jetzt bestimmt Hunger, oder? Oh ja, eine Umzugspizza für meinen dicken Paul. Pizza habe ich leider nicht, aber... Sushi. Mm. Umso besser. Okay. Nehmen wir auch. Mm. Dankeschön. Bitteschön. Hallo. Hallo. Entschuldigung, irgendwo muss hier noch eine Bücherkiste von mir stehen. Nein, und wenn habe ich sie entsorgen lassen? Würden Sie doch mal draußen im Altpapier. Wie bitte? Sehen Sie, genau das ist Ihr Problem. Sie haben einfach keinen Sinn für Humor. Doch. Wenn er lustig ist, schon. Wissen Sie, was ich lustig finde? Dass Sie so schnell aufgegeben haben. Sie haben wohl Angst vor mir. Ich bin nur gut erzogen. Was hast du denn gegen Ricardo? Oh. Der ist mal angekommen, ne? Ich weiß auch nicht, der Typ hat so eine Art an sich, da kann ich mich einfach nicht zurückhalten. Das ist doch total unfair. Warum muss ich heute noch zur Arbeit? Soll ich für dich anrufen? Der arme Christian hat sich verhoben und kommt heute nicht. Hier. Moderne Berufskrankheiten und ihre Symptome. Oh. Vielleicht finde ich da ja einen glaubhaften Grund, damit ich nicht zur Arbeit muss. Sehr gut. Burnout, Tinnitus oder doch vielleicht ein Bandscheibenvorfall? Such dir lieber was Leichtes aus. Bei deiner Krankengeschichte schicken die dich sonst gleich in Rente. Ja, ja. Oder hier, auch nicht schlecht. Kopfschmerz, dumpf pulsierend, leicht stechend. Wer wird man krankgeschrieben? Naja, pass auf. Echos, Schwindel, Gefühle, Gleichgewichtsstörung, Müdigkeit, Echolalie. Was für ein Echo? Diese Krankheit, wo man alles wiederholt. Das ist diese Krankheit, wo man alles wiederholt. Oh, das habe ich auch, habe ich auch. Simulant. Nein, habe ich wohl. Jetzt hör doch mal auf mit dem Quatsch. Klar. Man, bei den Symptomen, was hat man denn da? Das geht los mit Schizophrenie und endet bei Pleomorphis Xanthor
Strozito. Was ist das denn? Rumpf. Was? Rumpf? Was ist Rumpf? Ja, was auch immer. Wir müssen los. Krebs. Ein glialer Hirntumor tritt häufig in der Kindheit oder im frühen Erwachsenenalter auf. Tschüss. So, das ist jetzt schon dein dritter. Ist doch nur Eis und Koffein. Vielleicht solltest du es mal mit Schokolade probieren. Die hilft besser bei Liebeskummer. Wer sagt denn, dass ich Liebeskummer habe? Ich würde gerne zahlen. Ja.